Dennis hier von Schrammeleine. Ich bin heute mit Waldemar am Forellensee Alpetal. Und wir haben heute, was ist das, Teich 2 oder was? Genau, das ist der Lachsforellen angeln. Also Lachsforellen, ich meine, das sind halt normale Forellen, halt nur mit anderem Fleisch. Ne? Die sind halt so gefüttert, dass sie halt ein rotes Fleisch haben. Aber das ist unser Ziel heute, Lachsforellen. Waldemar, was ist der Plan jetzt erstmal? Ja, wir werden jetzt erstmal ein bisschen versuchen zu angeln. Das heißt, der Besatz kam gerade rein. Die Forellen sind natürlich jetzt ziemlich aktiv, sind viele Leute hier. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir vielleicht ein oder andere fangen und dann, ja. Aktiv oder? Ja, erstmal aktiv, genau. Das heißt, wir dürfen mit zwei Ruten hier fischen. Ja. Die eine selbstverständlich stellen wir passiv ab, irgendwo seitlich. Und den mittleren Bereich werden wir uns frei halten und werden jetzt versuchen, halt mit Spunkködern, mit Teig, mit allem Möglichen irgendwo die eine oder andere noch zu erwischen. Dann. Ja, dann euch fit was beim Zuschauen. So, Waldemar, ich sehe gerade, du hast jetzt gar kein Spirulino dran oder so, wie man das sonst vielleicht vom Forellenteich kennt, sondern du hast einfach nur eine ganz normale Pose dran, ne? Genau. Ja, das hat folgende Gründe einfach. Dadurch, weil heute so viele Leute hier sind, sage ich mal, haben die Weitwürfe wenig Chancen, weil überall der See ist gespickt mit Schwimmern. Ja. Und ich denke mir einfach, die Fische werden eher ufernah stehen. Und mit der Schwimmermontage, die habe ich so lang gezogen, dass ich damit eigentlich ziemlich grundnah ziehe und kann die halt so langsam führen, dass ich halt die Uferbereiche halt verdammt gut damit abfischen kann und da halt heute alles drauf setze. Ne? Wie lang ist dein Vorfach? Das Vorfach selber ist 1,50. Ja. Ich habe aber den Schwimmer dann noch mal mindestens 2 Meter hochgezogen. Ich zeige euch das mal eben. Einfach damit das Ganze ziemlich grundnah schleift. So, ich weiß natürlich, da oben ist jetzt der Schwimmer, ne? Ja, genau. Ja, und dann kommt ganz lange nix und dann kommt irgendwann unten der Köder. Richtig, genau. Also schon 3,5 Meter bestimmt, ne? Mindestens. Einfach aus dem Grund, damit ich wirklich über den Boden ziehen kann und der Teig aber trotzdem hinten dementsprechend noch ein bisschen über dem Grund läuft, ne? Kannst du mal zeigen, was auf dem Vorfach jetzt Blei, ne? Richtig, genau. Was jetzt hier ungefähr also das 50 cm vor dem Köder? Genau, richtig. Damit der Köder, ich sag mal, selbst wenn ich die Rute jetzt passiv stehen lasse, damit der Köder trotzdem noch attraktiv ist und dann halt an diesen 50 cm hochtreiben kann. Ne? Ja. Zum einen, zum anderen aber auch, ich sag mal, wenn ich jetzt ohne diesen kleinen Bleischrot fischen würde, würde der Teig einfach viel zu weit nach oben treiben. Und ich würde es nicht mehr schaffen, den Köder halt über den Boden zu ziehen. Und dieses kleine Bleikügelchen, das zwingt einfach den Teig etwas weiter runter. Und dann noch das große Blei da vorne? Genau, das ist eigentlich der, ja, das Hauptwurfgewicht, sage ich mal. Ne? Das heißt halt, das sind so circa 1,5 Gramm. Mit dem kleinen Bleikügelchen halt werfe ich die gesamte Montage raus. Der Schwimmer selber ist für mich eigentlich nur dazu da, um zu erkennen, in welche Richtung der Fisch zieht. Damit ich halt weiß, in welche Richtung ich den Anhieb setzen kann. Ne? Und wie gesagt, dieses kleine Bleischrot hier unten, ganz, ganz wichtig, damit der Köder auch ziemlich weit unten bleibt. Ne? Okay. So, warte mal. Dann zeig mal, wie du den Teich aufziehst hier. Ja, also ich nehme immer meistens 2 Sorten. Das heißt, hier habe ich einmal schwarz-orange benutzt und einmal den grünen, damit das schön so ein bisschen ja, den Flash unter Wasser gibt. Mhm. Wenn sich das Ganze dreht, stecke den Haken dann ziemlich mittig rein. So, dass ich auf der einen Seite, sage ich mal, das Grüne habe, auf der anderen Seite das Dunkle. Du nimmst keinen Vormann, du machst es mit der Hand. Ne? Ich mach's alles mit der Hand, kriegst es immer noch am besten hin. So, um das Ganze dann vorne richtig schön spitz zu machen, nehme ich eigentlich immer meine Handballen. Dreh den nach oben hin. Und zwar so, ja, dass die Schnur genau mittig da durchläuft. Genau. Und dann richtig schön tropfenmäßig. So, da ich ja jetzt weiß, dass ich den Haken so hier reingelegt habe, kann ich den Teig so packen. Knete mir den hier einmal richtig schön flach. Ja. So, dann habe ich so ein Blättchen. Ja. So, damit sich das rotiert, muss man jetzt hier so eine Biegung reinkriegen. Ich mache das immer mit den 2 Fingern als Form rein und mit dem oberen wird runtergedrückt. Den noch als Hilfe dabei. Zack, zusammengedrückt, angedreht. Perfekt. Ja, sieht gut aus. So, dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft direkt. Das mache ich auch immer sofort. Um einfach zu testen, ob der auch wirklich gut rotiert. Ja, und der dreht sich gut. Das heißt, ja, dreht sich sehr gut aus. Genau, das heißt, wir können jetzt mal probieren, ob wir da drauf was kriegen. Ne? Was für ein elendlanges Vorfach. So, Waldemar hat den ersten Biss. Wir sind natürlich sau vorsichtig. Ah. Da geht er. Du siehst, wie zaghaft die sind. Ich traue mich jetzt auch gar nicht anzuschlagen, sondern eigentlich möchte ich, dass er einmal richtig abzieht. Aber das tut er noch nicht. Auf Teich, ne? Auf Teich, genau. Deswegen habe ich jetzt hier natürlich auch ein bisschen Zeit. So, jetzt. Sehr schön. Ich könnte ja mal den Kescher holen, ne?
dem Wald immer mit dem ersten Fisch des Tages. Ja, entschneidert. Ja, noch nicht. Jetzt. Ja, Petri war immer. Danke. Schönen Fisch. Sag mal. Ja, schön. So, die Sache mit dem Forellenangeln ist ja so ein umstrittenes Thema. Also ich muss sagen, ich finde Forellenangeln ist eine super Sache, eine super Alternative für zum Beispiel die Raubfischschonzeit. Richtig. Aber auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich angle zum Beispiel ganz gerne auch mit meinem Vater am Forellensee, weil er einfach nicht mehr so mobil ist. Das heißt, du kannst halt irgendwie alles recht nah am Parkplatz angehen. Und das finde ich eigentlich mal ganz praktisch. Du hast dann meistens so eine Hütte dabei, wo es was zu essen gibt. Ich habe ganz viel mit behinderten Kindern und Jugendlichen auch am Forellenteichen geangelt. Das war auch immer sehr schön, weil die Erfolgserlebnisse natürlich recht schnell da sind. Ich muss auch immer sagen, ich finde, man kann keine Angelart verpönen, weil irgendwie sind wir alle Angler. Richtig. Ne? Und ich glaube, wir machen uns das Leben nur selbst schwer, wenn wir uns immer irgendwie anfeinden, nur wenn wir, also weil wir halt meinen, andere Angelarten sind schlechter oder besser. Da bin ich kein Freund von. Also wie gesagt, ich finde es ganz nett. Warum bist du Forellenangler geworden? Ich meine, du bist ja echt ein Pro in der ganzen Sache. Ja, kann ich dir sagen. Also ich habe auch mal damit angefangen, einfach diese kleinen Teiche zu befischen. Ja. Habe mich aber dann irgendwann mal dahingehend gesteigert, dass ich wirklich nur noch hauptsächlich an die Forellensee gehe. Und das gibt mir einfach auch einen Kick, gerade wenn du so die großen drauf kriegst. Das gibt so richtig schöne Adrenalinschöbe halt. 13 und, Kilo war deine Größe, hast du gesagt. Richtig, ne? Genau. Und das ist einfach der Reiz, der das dann an der ganzen Sache ausmacht. Vor allem, es ist auch nicht so einfach, wie die meisten sich vorstellen. Die denken halt, die kommen dorthin, schmeißen die Ruten rein und die Fische springen schon rein an den Kescher. Funktioniert so nicht, sondern wirklich, man muss sich auch ein paar Gedanken zu machen. Es ist wirklich eine eigene Angelart, ja, wo man sich wirklich Gedanken zu machen muss, jeden Tag halt gucken, wie die Wetterverhältnisse sind, wo stehen die Fische heute, also das ist wirklich jeden Tag wechselhaft und das macht so wirklich den Reiz aus für mich, ne? Also jeden Tag ein neues Glück. Ja, also wie gesagt, also ich habe damit überhaupt kein Problem, ich gehe da ganz gerne mal ran an solchen Forellenteichen und also auch gerade mit Kindern oder so ist das eigentlich eine ganz gute Sache und macht auch Bock. Und klar, man kann natürlich sagen, der Teich ist voll besetzt und Fische sind da. Und irgendwie ist das Ganze ja auch merkwürdig. Ich meine, du bezahlst dafür, dass die Fische reinsetzen. Aber im Prinzip ist ein Verein zu denen nichts anderes. Da zahlst du halt auch eine Gebühr und der Verein besetzt halt Fische. Also deswegen finde ich, kann man das gar nicht so madig reden, wie es immer gemacht wird. Also ganz genau. Ich sag mal, jedem das Seine und es ist eine schöne Alternative. Ne? Also wirklich, sollte man sich auch nicht entgehen lassen. Kann man auch mal ruhig mit der Familie aussuchen, das Ganze. Wird auf jeden Fall Spaß. Ja, doch, ist ein Biss. Warte mal, der zweite Biss heute. Ja, auf die Stankrute diesmal. Mal gucken, ob wir den kriegen. Aber der zieht ab, ne? Das sieht gut aus. Jawohl. Ja, sieht aus. Eine kleine. Jo. Klein, aber fein. Ui, guck mal. Mächtig aktiv. Ist der Flippi. Ja, ich glaube, der kleinste Fisch im ganzen See. Wir haben den gefangen. Ja, Petri. Dank. Schön. Echt die kleinste im Teich hier, ne? Aber immerhin, ne? Ja. Fisch ist Fisch, würde ich sagen. Ja. Und die lassen wir uns heute Abend dann schmecken, ne? Ja, auf jeden Fall. So, mal ein kurzes Zwischenfazit. Ne? Also wir sind jetzt hier wirklich seit 3 Stunden, glaube ich, oder 2. Weiß ich gar nicht. 2-3 Stunden auf jeden Fall. Und das war jetzt der zweite Fisch. Also das ist ziemlich schwierig. Ich habe schon einen Biss verkackt. Und du hast auch einen Biss verkackt. Ja. Und 2 Fische haben wir jetzt. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht. Nein, leider nicht. Sonst hieß es ja auch Fische kaufen und nicht fangen. Ne? Ja. So. Weißt du, aber vorsichtig, ne? Ja, schön laufen lassen. Ja, ja. Siehst du, der ist immer noch dran. Nimmt aber grad, macht die Bremse bloß zu. Ja. Ja, vorsichtig, ne? Ich hab keinen Bock, ne? So nein, nicht wirklich. Ist ja nicht entschieden, ne? So richtig. Ich würde doch abwarten. Ja, ja. Jetzt geht er. Ganz langsam, ne? Jetzt geht er langsam. Spannung aufnehmen. Ja. Jawohl. Die erste Forelle für mich. Jawohl. Komm mal einen Kiffer, ne? Ja. Aufstand, ey. Dankeschön. Ja, Petri. Dankeschön.
Schön. Schön Lachsforelle. Oder auch normale Forelle. Ja, ja. Ja, schon schön. Ja, klasse. Sieht gut aus. So, Fisch Nummer 3. ja, das ist eine echt harte Arbeit heute. Ne? Also wirklich in den Kescher springen sie uns nicht freiwillig. Nein, nicht wirklich. Wir versuchen jetzt die ganze Zeit hier mit Pose und Teig zu schleppen. Und das klappt so mäßig. Und der Fisch kam jetzt wirklich auch einfach in der Ecke auf Stand. Und ja, das ist Forellenangeln. Ne? Genau, richtig. Im Winter ist halt echt immer ein bisschen schwierig. Mit Spoons und so probieren wir gleich mal wieder. Ganz genau. Ja. Sobald einfach die Sonne gleich ein bisschen scheint, dann geben wir nochmal Gas. Noch auf aktive Köder und dann. So, Waldemar, jetzt haben wir gerade mal Bienenmaden geholt. Ne? Genau. Was machst du damit jetzt? So, ja, ein kleiner Tipp von mir. Wie kann ich hier am besten aufpoppen? Das heißt, halt die Bienenmade selber genommen, vorne durchs Köpfchen durchgestochen. Ja. So, dann hängt die auch schon so lose da dran, ne? Ja. Dann nimmst du dir ein bisschen Teig als Auftriebshilfe. Finde ich besser wie Styropor oder sonst irgendwas. Warum? Hier hast du direkt den fischigen Geschmack mit dabei, ne? Und du hast natürlich auch nochmal Glitter. Und wenn du dem Ganzen noch eine gewisse Form reinbringst, dann dreht sich das sogar. So, wie gesagt, Bienenmade da durchgestochen, dann machst du den Teig zu so einem Plättchen, legst sie da rein, ziemlich weit unten und knetest den da drüber. Dann, wie beim normalen Teig drehen auch, einmal genommen, angespitzt, damit er nicht nach jedem Wurf sofort abflitscht, ne? Ja. Und schon hast du das Ganze fertig. Kannst jetzt hier noch so ein bisschen reinformen und dem Ganzen noch eine kleine L-Form geben, dass er sich halt auch beim kleinsten Zug sofort dreht. Ja, sieht gut aus. Ja, das heißt, du kannst sie auf den Grund legen und wenn eine Strömung da herrscht oder sonst irgendwas, oder du kurbelst mal ein, dann dreht sich das Ding sofort, ja? Zeig mal im Wasser. Ja. Hast du gut gemacht, sieht gut aus. Wunderbar, ich freue mich, danke. Die Bremseinstellung. Ja, da ist auch ein dran. Die Bremse. Aber es hat funktioniert. Oh, da sieht man natürlich richtig schön dunklen Fisch. Also Power haben sie, ne? Ja. Schlapp sind sie nicht. Auf die Bienenmade. Genau. Am Grund. Auftreibende Bienenmade. Piri. Danke. Oh, ich glaube die schönste für heute, ne? Ja, die ist schön. Ganz sache. So, weil wir ja heute auch mit Spoons angeln, habe ich jetzt hier mal meinen Spoon-Tackle mitgebracht. Und ich muss sagen, ich hatte in meinem Leben noch nie eine Spoon-Rute. Ich habe mir jetzt mal eine besorgt und bin ein bisschen erschrocken. Also die Rolle ist eine 500er, da würde ich am Bach jetzt auch ganz normal mit angeln. Ja, die Schnur ist eine 008er geflochtene. Auch das ist für mich normal. Aber Waldemar, sag mir doch mal, warum da so Schwabbelstücke sind. Guck mal, ja, das ist ja der Wahnsinn, ey. Ganz genau. Warum ist das so? Das ist einfach dadurch, weil damit die Forelle, wenn sie halt die Flucht macht, auch dann irgendwo von der Route halt das Ganze abgefedert wird. Ne? Weil gerade so eine Forelle, die schlägt natürlich nach rechts, nach links, die schießt aus dem Wasser, die schießt nach unten und da ist so eine vollparabolische Route halt dementsprechend auf jeden Fall effektiv. Aber so am Bach würde ich eigentlich auch eine straffere Route nehmen. Ne? Weil beim Spoonangeln ist es echt so, da wird man wirklich mit so einer Wabbelding Stückchen hier rum, ne? Richtig, ja. Du hast am Bach, hast du auch, sag ich mal, nicht mit den Gewichten zu rechnen wie hier einfach. Und wenn du hier so einen 5 Kilo Fisch halt dran hast und der da mit einem Satz rausgeht und die Rute ist zu steif, dann macht es einmal Peng. Das war's. Ja. Und du fischst ja eigentlich auch so, ne? Einen kleinen Snap vorne zum Spoon, genau. Ne? Und ansonsten Fluorocarbon-Vorfach, einen Meter vielleicht. Ganz ne? Wichtig, ganz, ganz wichtig. Ja. Was für eine Stärke nimmst du da? Da nehme ich 16er. 16er, 14er, okay. Kommt immer drauf an. Ja. Aber so ein Yeah. Auf den Spoon. Auf den Spoon, jawohl. Der erste Spoonfisch heute. Ich hole den Kescher, ne? Ja. Der erste Spoonfisch heute. Ey, ja, ja. Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, eine schöne große. Jawohl. Petri, mein Lieber, geil. Danke. Sehr schön. Ja, also die Spoons laufen jetzt. Es ist warm geworden, ne? Du siehst es ja. Die Fische sind aktiver. Und toll. Schon läuft's, ne? Hast du gut gemacht. Also der Waldemar möchte jetzt noch seinen Spoon pimpen. Genau, noch ein kleiner Tipp von mir.
Nimm ich einfach eine Bienenmade. Muss aber darauf achten, dass die auf jeden Fall tot ist, dass sie sich nicht mehr krümmt. Sonst verhindert die nachher den Lauf. Ich töte die eigentlich immer ab. Ein bisschen am Köpfchen gedrückt. So. Dann einmal hinten den Spoonhaken durchgeschoben. Und das war's. So. Könnt ihr mal eben noch schauen, wie das Ganze läuft. Ja, sieht gut aus. Das mache ich jetzt auch. Genau. Ich möchte auch noch einen Spoonfisch. Vor allem, ich sag mal, hier hast du den Vorteil, wenn die Forelle mal einen Fehlbiss da drauf gestartet hat, hier packt die noch mal ein zweites Mal zu, ne? Weil hier auch einfach irgendwas ist, was ein bisschen steckt. Ne? Ja, mit den Spoons hat irgendwie nicht geklappt. Ich habe natürlich schon etliche Fische mit Blinkern gefangen, neudeutsch Spoons, aber jetzt beim Forellenteich angeln, irgendwie habe ich damit noch keinen Erfolg gehabt bisher. Beim nächsten Mal vielleicht. Wir packen jetzt auf jeden Fall mal ein und müssen mal die Fische noch filetieren. Hier ist so ein Schlachtplatz auch und ja, das machen wir jetzt mal und dann gibt es heute Abend leckeres Abendessen. Boah, der Walde mal hier, ey. Wie der seine Sachen hier abbaut, ey. Der baut sogar die Kurbel ab. Ich werde wahnsinnig. Ordnung muss sein. Nein, ganz klare Kiste. Wenn die Kurbeln noch dran sind, in den Rutenfutteralen halt, wenn es da ein bisschen zu eng wird und die kommen gegen den Blenk, dann hast du ganz schnell die Ruten platt. Ja. Und so schonst du das ganze Material. Ich möchte auch ein paar Jahre damit fischen, ne? Ja. Auch wenn es super Qualität ist. Gegen Gewalt kann nichts machen und deswegen ein bisschen vorsichtiger. Was sagt der Chef hier zu? Wo er recht hat, hat er recht, der Lümmel. Jetzt können wir uns sogar hier für den mäßigen Fang heute direkt beim Chef beschweren. Nein, alles gut, war super. Hat Spaß gemacht. Der kann, ne? Was soll ich dazu sagen? Ja, wir haben ein paar Fische gefangen, ne? Doch, ein paar schöne waren dabei, denke ich, ne? Schönes Wetter, ja. Ne? Schönen Tag verlebt. Lecker Erbsensüppchen. Oh, lecker Erbsensüppchen auf jeden Fall, genau. Stimmt, das war richtig gut. Das Wichtigste ist dabei. So, ihr seht vielleicht im Hintergrund, viele Leute sind schon abgehauen und das machen wir jetzt auch. Genau. Waldemar, vielen Dank. Ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, abonniert den Kanal und ja, wie gesagt nochmal, vielen Dank. Eure Strammeleine. Bis zum nächsten Mal. Ciao.